Warum hast du Melanie mit Sonny ausgetauscht? Ein Büro zusammen mit ganz vielen Freunden, YouTubern, was auch immer. Ich immer gemerkt habe, dass von ihr immer weniger kam. Das und das sind die Dinge, die mich belasten, absolut hasst. Warum hattest du an Sonnys Geburtstag einen vergebenen Becher? Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video. Es ist wieder mal Zeit, ein neues Live-Update zu drehen. Das habe ich echt lange nicht mehr gemacht. Es gibt so viele offene Fragen, die auch mal wieder geklärt werden müssen hier, ne? Ihr habt mir super viele Fragen gestellt und die werde ich jetzt alle ganz ehrlich und offen für euch beantworten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem neuen Vlogmas-Video. Denn eine der ersten Fragen ist zum Beispiel, hast du schon Pläne für Silvester? Ich bin gespannt, was ihr sagt. Bitte schreibt es mal in die Kommentare, weil ich glaube, da spalten sich die Meinungen. Es gibt, glaube ich, Menschen, die entweder Silvester übertrieben hassen und immer richtig sad und traurig sind. Das bin zum Beispiel ich. Oder es gibt Menschen, die es so richtig geil finden, die immer so Partys machen, so richtig Spaß haben und sich so richtig freuen, das neue Jahr zu starten. Ich bin gespannt, was für ein Typ ihr seid. Ich bin auf jeden Fall eigentlich jemand, der Silvester absolut hasst. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt, glaube ich, nicht daran, dass ich jetzt irgendwie keinen Partner habe, weil die meisten ja immer irgendwie zusammen dann irgendwie so ins neue Jahr starten und sowas. Weil auch als ich einen Partner hatte, fand ich Silvester einfach immer scheiße. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass irgendwie so ein Jahr vorbeigeht und es so dem Ende rückt. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, warum, aber jedes Mal Silvester bin ich unglücklich und mir geht's irgendwie scheiße. Die meisten Silvester, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch einfach geschlafen. Ich habe mich ins Bett gelegt, habe gepennt und mir war es scheißegal. Ich war so kein Bock. Es ist irgendwie übelst traurig. Ich will, dass dieses Jahr geil wird und ich werde auf jeden Fall mit meinen engsten Freunden zusammen Silvester feiern. Wir wissen noch nicht genau, wann, wie, wo, was. Ich muss allerdings auch sagen, ich finde es immer richtig schön und cool, daran zu glauben, daran zu denken, ey, jetzt startet ein neues Jahr, ich habe neue Ziele, die ich mir setzen kann und ich habe neue Chancen und so. Als Start, um halt wieder Dinge, die einem nicht gut tun, irgendwie loszuwerden, neu anzufangen halt einfach, ne? Dann nochmal so eine ähnliche Frage und zwar, was hast du noch für Pläne, Vorsätze für den Rest des Jahres? Vorsätze würde ich mal eher auf das neue Jahr beziehen. Dieses Jahr will ich ehrlich gesagt einfach nur Vlogmas durchziehen. Ich will coole Videos machen. Ich bin gerade eh unglaublich happy, dass ihr viel aktiver auf YouTube seid, weil ich ja auch irgendwie aktiver bin. Meine Pläne für Ende dieses Jahres sind einfach nur, coolen Content für Ende des Jahres hochzuladen. Und ehrlich gesagt auch meine Vorsätze, meine Pläne für das nächste Jahr mir wirklich festzulegen. Also mich wirklich nochmal irgendwie hinzusetzen und zu sagen, das und das sind die Dinge, die mich belasten, die mich unglücklich machen und dann zu überlegen, wie ich das besser machen kann oder was ich ändern kann, damit es besser wird. Ich möchte auch ein bisschen ausarbeiten, was mir Spaß macht, was ich will, was meine Ziele sein könnten, wo ich eher meine Prioritäten setzen will und wo eher nicht. Ich bin super happy, was alles dieses Jahr passiert ist. Es sind so viele tolle Dinge passiert. Ich habe mich so gut weiterentwickelt. Ich habe so krasse Freundschaften geschlossen. Ich möchte einfach nur richtig positiv mit diesem Jahr abschließen und andererseits auch daran arbeiten, dass das nächste Jahr noch viel besser wird, dass ich nicht auf einer Stelle stehen bleibe, sondern dass ich einfach meine Ziele erreichen kann und dass ich mir auch neue Ziele setze. Kommst du in deiner Wohnung gut zurecht? Was fehlt dir? Was könntest du besser machen? Ich bin mit meiner Wohnung hundertprozentig zufrieden. Ich liebe es hier. Ich finde es total schön. Ich fühle mich wohl. Ab und zu bin ich auch immer so im Flow und will hier alles umstellen und umbauen. Das hatte ich auch letzte Mal in der Story erzählt. Aber dann fiel mir auf, dass mein Setup-Hintergrund vom Streaming und generell, wenn ich Videos dort drehe, der wäre dann einfach wieder diese weiße Wand. Und dann dachte ich mir so, das ist ja voll scheiße. Eigentlich ist es ja total schön, dass man so in den Raum reinfilmt. Dann war ich so, ja, nee, also da muss ich es jetzt so lassen. Und jetzt sieht es hier immer noch aus wie eine Katastrophe. Ich glaube, das Einzige, was ich ändern würde, beziehungsweise was ich echt cool fände, wäre, wenn ich ein Büro hätte oder noch ein Zimmer einfach, wo ich nur mein Streaming-Setup drin hätte und mein DJ-Pult. Und irgendwie so ein Video-Hintergrund oder sowas, irgendwas für YouTube. Also alles, was irgendwie mit Videos drehen zu tun hat. Weil ihr müsst euch vorstellen, in meiner Wohnung stehen überall Ringlichter rum, überall Stative, Kameras, keine Ahnung was. Das muss ich immer hin und her tragen, um irgendwo ein Video zu drehen. Irgendwo ist es ja auch cool, wenn man hat immer eine neue Möglichkeit, einen Hintergrund zu wählen. Aber es ist irgendwie schade, weil ich so das Wohnen und Arbeiten so geisteskrank vermische, dass ich es auch halt nicht schaffe, dann jedes Mal mir selber hinterher zu räumen. Und es halt wirklich, das Chaos entsteht sehr schnell. So wie Sedo das zum Beispiel hat, finde ich das sehr, sehr cool. Sedo hat Sonny und mich auch so richtig auf den Anreiz gebracht, wie geil es wäre, wenn alle zusammen ein Büro hätten. Stellt euch das mal vor. Ihr kennt ja dieses Hype-Haus oder diese YouTuber-Häuser, wo alle zusammen wohnen und arbeiten. Aber jetzt stellt euch mal vor, einfach ein riesiges Büro, wo viele Zimmer sind und sowas, wo eine Küche ist,
wo man zusammen arbeitet. Jeder hat so seinen Space, wo man Videos dreht. Ihr müsst euch so vorstellen, so erste Tür, Marcel dreht da seine Reactions auf Trash-TV-Formate. Dann Sado auf der anderen Seite macht wieder irgendein Mimimi Insta-Talk. Dann hat Sonny ihren ganzen Raum, wo sie eine richtig geile, bunte Hintergrundwand für ihre Videos gestaltet hat. Dann hätte ich noch so einen Raum und Kobi und Mole hätten noch so einen Raum und keine Ahnung, jeder irgendwie, den man irgendwie so kennt. Man würde sich aber auch nicht auf den Sack gehen, weil man nämlich gar nicht zusammen wohnt, sondern weil man nur zusammen arbeitet und jeder so sein Space und man kann so sagen, ey, lass mal ein Video drehen oder so. Oder man kann viel krasser zusammen kooperieren und zusammen Sachen planen, zusammen Sachen machen oder man könnte generell super viel Content zusammen machen, was so viel spannender ist. Ich wünschte, es wäre so einfach, aber das ist es leider nicht. Wer weiß, wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Wie sieht dein Liebesleben aus? Wie sieht's aus? Ja, grau und trist, würde ich sagen. Nein, da ist gerade absolut gar nichts in Gange. Ich habe auch keinerlei Interesse gerade. Ich habe das schon immer ganz viel erzählt in einem Style-Talk-Video. Ach, dieses Thema. Ich bin gerade eigentlich so ganz happy, so wie es ist, aber es ist gerade total unspektakulär, weil wirklich ich absolut gar keinen Kontakt zu männlichen Personen habe und ich das auch gerade eigentlich ganz gut finde. Und irgendwie, ich weiß nicht, also es ist total unspannend. Es tut mir total leid, aber da kann ich irgendwie gar nichts zu sagen. Was hast du vor YouTube gemacht und machst du noch nebenbei was? Bevor ich YouTube gemacht habe, bevor ich Social Media gemacht habe, bevor das mit Krass Klassenfahrt alles begonnen hat, habe ich mein Abi gemacht. Ich habe nebenbei ungefähr innerhalb von 2-3 Jahren 5 Minijobs gehabt und ich habe irgendwie gefühlt schon alles gemacht. War aber auch irgendwie total cool damals die Zeit. Also ich habe mich richtig ausprobiert. Ich habe 2 Studiengänge angefangen und jeweils abgebrochen, weil das eine nicht gepasst hat. Beziehungsweise ich habe dann ein anderes gefunden, was besser gepasst hat. Und dann musste ich leider abbrechen, weil ich dann keine Zeit hatte, um mich 100% auf das Studium zu konzentrieren. Weil ich so viel Arbeit hatte mit Social Media. Und weil mir das gerade so viel Spaß macht und es sich rentiert und es einfach geil ist, werde ich darin 100% stecken. Und falls ich nochmal studieren will, kann ich das ja auch tun. 40, 50, 60% in Uni zu stecken und dann irgendwie durchzurasseln und es irgendwie zu schaffen, sehe ich auch keinen Sinn drin, so deswegen. Schon mal überlegt, in ein Haus zu ziehen, zu kaufen, zu bauen? Nee, so weit sind wir noch nicht. Leute, ich bin eine Person, ich würde mir lieber für Unmengen an Geld ein Auto kaufen, anstatt eine Wohnung. Ich weiß auch nicht, aber das bringt mir irgendwie mehr, ich weiß auch nicht. Ohne Partner, ohne irgendjemanden, mit dem ich zusammenwohnen würde, würde ich nicht aus dieser Wohnung ausziehen und ich würde auch nicht ein Haus haben wollen oder sonst. Also ich bin halt einfach alleine, Leute, was soll ich sagen? Was soll ich euch erzählen? Ich wohne alleine, ich will auch keine WG und ich habe keinen Partner, deswegen diese Wohnung hier ist perfekt für mich alleine. Also ich habe darüber noch nie nachgedacht und das brauche ich auch nicht. Das Einzige, was richtig geil wäre, wäre halt einfach, wenn dann ein Büro zusammen mit ganz vielen Freunden, YouTubern, was auch immer. Oder halt sogar eine WG mit ganz vielen. Obwohl, da würde man sich, glaube ich, wirklich auf den Sack gehen und sich zerstreiten. Deswegen nur Büro. Ey, Leute, so eine lustige Frage. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen und ich war so, hä? Und zwar, warum hattest du an Sonnys Geburtstag einen vergebenen Becher, also schwarz? Ich erinnere mich daran, dass ich anfangs einen weißen Becher genommen habe. Und ich hatte auch dann erst einen weißen Becher. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, auf Sonnys Geburtstag haben wir das so gemacht, dass jeder Single einen weißen Becher nimmt und jeder, der vergeben ist, einen schwarzen nimmt. Ich hatte wohl im Laufe des Abends irgendwann einen schwarzen Becher. Ich erinnere mich dran, dass die Jungs mir irgendwann, weil ich war wirklich absolut dicht, vielleicht habt ihr den Vlog dazu gesehen, die Jungs haben mir super oft Wasser gegeben und das war, glaube ich, in diesen schwarzen Bechern und deswegen hatte ich schwarze Becher in der Hand. Besonders in diesem Absturzvideo, in diesem Absturz TikTok, stimmt, das habe ich ja auch hochgeladen. Oh, es ist so lustig. Drink Responsibility ist bei mir irgendwie untergegangen an dem Abend. Er ist eigentlich sehr wichtig, deswegen passt immer auf. Aber falls ihr das Video nicht gesehen habt, guckt euch den Vlog an zu Sonnys Geburtstag. Bei mir und bei ihr, wir haben beide Vlogs hochgeladen. Es ist so lustig und es ist wirklich ein absoluter Absturz. Und was ich für Sachen gemacht habe, Halleluja. Wie geht es dir aber auf ernst gemeint, wie es mir gerade geht? Also, for real, Leute, momentan geht es mir echt gut. Ich komme so gut zurecht, ich habe echt lange nicht mehr geheult. Boah, klingt das depressiv. Nee, aber kennt ihr das, wenn ihr so Auto fahrt, ihr hört so traurige Musik und ihr müsst einfach heulen? Ich schwöre, ich heule nie, aber im Auto heule ich so gern alleine. Ich muss auch ehrlich sagen, bei mir ist noch immer die Zeit, wo ich anfange zu heulen, wenn ich Liebessongs höre. Das kann mich auch manchmal catchen. Sagt viel aus, egal, muss ich gar nichts zu sagen. Gerade ist alles ganz cool, vielleicht liegt es daran, dass ich viel Arbeit habe und dass ich das gerade Dezember ist, gerade so eine schöne Zeit anfängt, das neue Jahr bald beginnt, man sich so neue Ziele setzen kann. Ich glaube, das macht auch viel aus. Auf jeden Fall bin ich gerade noch sehr happy. Warten wir mal ab, bis Silvester kommt, ne? Mal sehen, wie es mir dann geht, ne? Warum ist Melanie nicht mehr mit dir unterwegs? Ich fand es so krass, weil ich habe, glaube ich, 2-mal gelesen oder ein paar Mal bei euch haben Leute geschrieben, dass es so wirkt, was ich voll verstehen kann. Einer hat es mir auch vorgeworfen und ich war so hart schlimmer. Ich zitiere,
Ach, nee, das war's noch nicht. Moment. Warum hast du Melanie mit Sonny ausgetauscht? Und ich war so, wow, krass. Ich finde, das ist so ein Vorwurf, der ist übelst schlimm, weil das richtig ekelhaft ist, wenn es so wäre. Ich habe niemanden durch irgendwen ausgetauscht. Ich finde es echt gerade ein bisschen cringe, dass ich mich dazu rechtfertigen muss, aber ich möchte das, weil ihr alle fragt und es natürlich auch so komisch wirkt und ich das voll verstehen kann. In erster Linie, ich kenne Sonny seit 3, 4 Jahren, keine Ahnung. Unsere Freundschaft hat sich extrem langsam aufgebaut, was aber auch dafür steht, dass unsere Freundschaft sehr fest ist und sehr tiefgründig. Erst seit kurzem, sage ich jetzt mal, bin ich mit Sonny auf einem sehr engen Level befreundet. Ich habe sie mit Sonny ausgetauscht. Stimmt, weil Sonny ist ja auch jeden Tag bei mir zu Hause. Ich bin jeden Tag noch mit Sonny unterwegs. Ich meine, was soll ich machen, ne? Leute, Sonny wohnt in Berlin. Sie wohnt einfach in Berlin. Ich bin immer noch hier in Köln und habe niemanden mit irgendwem ausgetauscht. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß selber nicht genau, wieso es sich so entwickelt hat. Ich habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass gegen Ende, als wir noch Kontakt hatten, ich immer gemerkt habe, dass von ihr immer weniger kam. Kennt ihr das, wenn Freunde einem einfach nichts mehr von ihrem Privatleben erzählen? Und du bist immer so, ey, guck mal, das ist gerade passiert. Und die Person ist so, ah, cool, bla bla, aber erzählt gar nichts mehr von sich aus. So hat es irgendwann angefangen. Und ich dachte mir so, ach egal, scheiß drauf, ne, bla bla, immer weiter. Überall, wo ich hingegangen bin, habe ich sie halt mit eingeplant, dass sie dabei sein kann und sowas. Ich kann das nicht erzählen. Leute, ich merke gerade, dass ich nicht so richtig tief darauf eingehen will, was so für Sachen passiert sind. Also es ist nichts Schlimmes passiert, aber einfach komische Situationen sind passiert, die fragwürdig sind. Aber ich kann das nicht erzählen, weil ich sie nicht in schlechtes Licht drücken will und ich ehrlich gesagt nicht weiß, wie ich es erzählen soll, ohne dass man sich darauf eine Meinung bildet. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, man hat sie einfach auseinandergelebt, sagen wir einfach mal so. Das Ding ist, Leute, ihr müsst euch vorstellen, seitdem sie in Köln wohnt, ist sie einfach absolut verschollen. Sie hat jetzt so eine neue Freundesgruppe und ich schwöre, es ist wie in so einer Sekte. Sie ist so mit denen befreundet und ist einfach verschollen. Und seitdem sie irgendwie in Köln wohnt, ihre eigene Wohnung hat, mich anscheinend nicht mehr braucht. Ich habe eine Sichtweise, eine sehr klare Sichtweise, aber es gibt ja auch immer zwei Seiten. Deswegen, keine Ahnung, müssen wir jetzt damit leben, Freunde, aber so ist es halt. Ich hoffe, diese Aussage hat euch gereicht. Bitte nervt mich jetzt nicht mit weiteren Fragen dazu. Bitte, 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 bitte lasst es einfach ruhen. Ich schwöre es euch, ich würde euch das so hoch anrechnen, wenn ihr das jetzt einfach ruhen lässt. Ruhen lasst. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ihr habt schon abonniert, Freunde. Denn falls nicht, wäre das echt extrem fatal. Deswegen tut es jetzt. Es ist kostenlos. Ihr verpasst die nächsten Vlogmas-Videos nicht. Denn es wird weiterhin geile Videos geben. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!